So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ja. Aue, nichts nach vorne gerissen. Der so viel gelobte Enrico Kern. Ja. Nichts geleistet bisher. Aber wir spielen gar, also in der Defensive spielen wir recht gut. Und da muss Azuak seine Füße weglassen. Oder mitnehmen. Aber nicht das, was er gemacht hat mit der Hacke, aber macht seinen Fehler wieder gut. Toni. Aydin. Azuak, ne. Zu steil. Federico. Böhnig. Schöne Flanke. These lauert hin, aber Birk dazwischen. Kern. Und Vogt. Schaltet sich der Stürmer hinten ein und Toni! Chance leichtfertig vergeben. Da sinkt er zu Boden. Wunderschöne Den hat Hauer ganz frei. Ja, diese schöne Flanke und da ist Toni auf einmal ganz allein und da muss er natürlich mehr machen. Einmal mit so viel Klasse. So torgefährlich und dann lässt er die Chance liegen. Ob sich das rächt? Huckt. Nicht Raum, kriegt den nicht. Toni. Ja, kriegt den nicht ganz. Jetzt hat dein auch nicht. Hochscheid. Gegen Bönig. Hochscheid. Gewinnt den Zweikampf. Aber ja, hier, glaube ich, dazwischen. Oh, Curry. Aber. Das war auch nichts. Das war bisher die gefährlichste Chance, glaube ich, von. Moment! Mir fällt gerade ein, auszuwechseln. Was ich sagen wollte, das war bisher die gefährlichste Chance eigentlich von, Erzgebirge Aue. Vogt. These. Toni. These. Vogt. Und da ist Halligalli im Strafraum auf einmal. Und genau, können wir aber nichts draus machen. Vogt rennt nach hinten, versucht den Kopf. Versucht das Kopfballduell zu gewinnen, ja, ist aber nicht rechtzeitig da. Und natürlich, wir wollten auswechseln, ich habe es nicht vergessen. Ich wollte eigentlich schon zur Halbzeit. Azuak, nicht viel gebracht. Und, ja, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Freier rein. Aydin dahinter. Jetzt stellen wir um Toni einzigste Spitze vorne. Ob das gut geht, das bin ich mir nicht ganz sicher. Korkmaz kommt auch rein für Federico, der wieder sehr viel gelaufen ist. Und Johnson kommt rein für Miumim. Miumim sage ich jetzt schon. Wieder. Ja, ihr habt mich darauf hingewiesen, der heißt nicht Miumim. Und auf jeden Fall kommt er für Azuak. Und ja. Sie haben den Ball zurück. Ich weiß auch nicht, wieso ich immer Miumim sage. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, irgendwie als Kind habe ich den mal so ausgesprochen. Seitdem hängt das bei mir irgendwie so. Und jetzt nochmal letzte Chance vielleicht von Aydin. Aber nein. Curry auf Milchraum. Birk. Aydin Gritsch vorbei. Also das ist ein sehr schwaches Spiel. Concha. Nein, auch das nicht. Curry, Maltritz, Milchraum und jetzt könnte es gefährlich werden. Milchraum, gebönigt. Muss er mehr draus machen. Milchraum, da hat er so viel Zeit, da hätte er noch so lang gehen können. Aber das war jetzt die gefährlichste Chance. Naja, Glück für unseren VfL Bochum. Und jetzt haben wir drei neue Kräfte drin. Wer weiß, vielleicht kommt jetzt nochmal die große Offensive. Toni mit der Hacke. Hochscheid. Für mich faul. Aber naja, ich sehe das auch alles ein bisschen parteiischer. Als der Unparteiische. Korkmaz. Toni. Johnson. Zieht links vorbei. Wollte es zumindest. Bleibt aber hängen. Kern. Das war ja nichts. Ja, hier. Der eingewechselte Glasner. Und der Foul, das Foul. Kriegt er gleich die Gelbe? Nee.
Kriegt er nicht. Sah für den ersten Moment so aus. Wäre natürlich bitter gewesen. Und damit hat Erzgebirge Aue auch alle dreimal ausgewechselt und das Wechselkontingent erschöpft. Toni auf Aydin. Nein. Also ich weiß nicht. Ich glaube, wir könnten hier noch 3 Stunden spielen, aber wir kommen irgendwie nicht gefährlich vom Tor. Die größte Chance von Luca Toni, der eigentlich viel zeigen musste in diesem Spiel, vergeben. Toni. Kortmaz. Johnson nimmt er gut mit, zieht direkt ab, aber den kriegt er nicht ordentlich. Der kriegt da keinen Druck hinter. Noch 10 Minuten. Also wir laufen und laufen wieder an aufs Tor, aber das wird nichts. Das wird irgendwie gerade nichts. Jetzt schaltet sich auch schon ja hier nach vorne mit ein. Höhnig. Toni. Ja. Muss eine Anspielstation finden. Findet er auch. Johnson. Ah, nee. Hochscheid. Gewinnst du, ey. Oh, schön gemacht. Johnson sucht nochmal vorne den Doppelpass mit Korkmaz. Aber das war nichts. 5 Minuten. Jetzt werden wir ungeduldig. Er ist immer noch am Ball. Nur noch wenige Minuten. Und versuchen irgendwie jetzt nochmal gefährlich vor das Tor mit Andreas Johnson zu kommen. Könnte vielleicht mal abziehen, bleibt natürlich hängen. Vogt, naja. Na okay doch. 3 Minuten noch. Und es sieht ganz stark aus, dass es hier auf ein 0:0 ausgeht. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei, meine lieben Freunde. Johnson. Nee. 3 Mann versuchen es, aber kriegen den Ball nicht. Damit läuft die Nachspielzeit. Die beträgt 3 Minuten. Und die beginnt Erzgebirge Aue. Mit, auf Patrick Milchraum. Konczak kommt nicht hinterher. Maltritz kommt nicht hinterher. Lute. Böhnig muss weghauen. Und schießt Kern an. Lute hat ihn. Da wurde es nochmal gefährlich. Also wenn da, wäre zwar nicht unbedingt verdient gewesen, aber der effektivere gewinnt da dann auch ab und zu mal solche Duelle. Korkmaz. Die wohlmöglich letzte Möglichkeit. Korkmaz! Nein! Vergibt die letzte Chance des Spiels. Das Spiel endet unentschieden. Hätte er auch mehr mal draus machen können. Naja, aber man muss sagen, schon verdientes Unentschieden. Also wir waren einfach zu... Ich muss einfach sagen, zu dämlich, dieses verdammte Tor zu treffen. Viel zu ungefährlich. Sind oft genug an der Mauer hängen geblieben. Mussten immer wieder aus der zweiten Reihe schießen, weil Aue gut hinten stand und nach vorne lief bei denen eben nicht so viel. Aber das reicht da manchmal. Hat man ja auch gesehen in der Nachspielzeit. Auch wenn das ganze Spiel nicht machst, dann kriegst du eben so eine Chance. Und dann steht's einfach mal 1-0. Dann sind die zwei die Lachenden und wir die Heulen. Aber na gut. Toni, die größte Chance vergeben hier. Also, was er da gemacht hat, das weiß wahrscheinlich nur er selber. Naja, gut. Gehen wir mit dem Unentschieden und schauen auf die Tabelle. Wir füllen noch die Tabelle an. Union Berlin dahinter und Fortuna Düsseldorf. Sieht ja alles mal gar nicht so schlecht aus oben. Gucken natürlich auch unten, da gewinnt FSV Frankfurt mal seit langem wieder. Und damit kriegt Karlsruhe die rote Laterne. Aber unten ist auch noch ziemlich spannend. Und oben natürlich auch. Also es bleibt spannend in der zweiten Bundesliga. Und das nächste Spiel wird wieder ein Heimspiel. Und das gegen Fortuna Düsseldorf. Seid gespannt drauf im nächsten Part. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt wieder. Dankeschön nochmal. Ich bin euer Doom und bleiben Sie sportlich. It's on!